Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Reisekönig Chalmar. Es ist Nacht und jemand ist noch fleißig bei der Arbeit, als wir bei den Kornfeldern südlich von Shropshire ankommen. Sie nutzt scheinbar ein großes, flaches Holzstück und einen schweren Stein, um das Getreide in raschem Tempo abzuflachen. Ich runzle die Stirn, als ich die Frau bei der Arbeit beobachte und frage mich, was genau sie da macht. Sie zuckt zusammen und beginnt dann mit einer langen Tirade darüber, dass wir alle aufwachen und unseren wahren Meister kennenlernen müssen, anstatt uns hinter den falschen christlichen Lehren zu verstecken. Das ist ja auch okay, aber ich verstehe die Logik jetzt gerade nicht. Ich bin Asatru. Ich bin Asatru und sie erzählt was davon, dass wir uns nicht hinter christlichen Lehren verstecken müssen, was ja nicht mein Glaube ist. Deswegen verliert mein Reichsgode Meinung von mir und ich kriege Anspannung, weil ich religiöser Eiferer bin? Ja, Spiel, ich verstehe das gerade nicht. Aber gut, ist okay, wir nehmen das mal so, wie es ist. So, wir laufen jetzt auf das Dike und alles ab. Nein, Knut, ich werde mich nicht mit dir duellieren. Immer noch nicht, ich bin immer noch faul. Und mach sowas nicht. Du kannst nischt. Du kannst auch nicht viel. Ich hol euch nicht in den Rat. Ich hol euch jetzt erstmal nicht in den Rat. Ich habe meinen Reichsgoden Dan selten zuvor so aufgeregt gesehen. Er verschlingt das reich verzierte Buch vor sich geradezu, doch manchmal gelingt es mir, einen Blick auf die Karte im Inneren zu werfen. Eines Morgens spricht er mich schließlich an, um von seinen Entdeckungen zu berichten. Lehnsherr, es gibt Gerüchte, wonach Malmesbury die Heimat außergewöhnlicher Menschen ist. Es heißt groteske Kreaturen. Kühne Kefale, hundsköpfige Menschen durchstreifen diese Städte. Ich würde sagen, was ist so besonders an ihnen? Wir haben genug Scheusale am Hof. Das sollte da wahrscheinlich stehen. Ich konnte es nur nicht lesen. Wie sieht das denn hier eigentlich gerade aus? Da haben wir noch nichts geholt. Hier haben wir schon 800. Das heißt, mit Glück kriegen wir hier noch was zusammen. Dauert auch nicht mehr lange. Da haben wir nichts. Hier haben wir 200. Okay. Dadurch, dass wir Canterbury ja noch besuchen werden. Ja, schön. Was haben wir denn hier? Die Nachrichten. Verbreitung haben. Und Ölvir ist gestorben an seinen Verletzungen. Okay. Hat sich also beim Spielen verletzt oder so. Ich halte inne und schreibe. Und halte inne und schreibe. Die Worte für diesen Brief müssen sorgfältig gewählt werden. Zu unsicher ausfallende Formulierungen in meiner Nachricht an Ingrid, meine Vasallin, werden nicht gern gesehen sein. Doch ihre Unterstützung unserer Legende wäre in der Tat ein Segen. Wenn ich es richtig angehe. Nun, lasst uns einmal sehen, was genau ist denn etwas, was sie gutheißen würde. Ich sag mal so, sie ist ein recht ehrgeiziger Mensch, ist zumindest eine Charaktereigenschaft von ihr. Während der entspannten Reise über das große blaue Meer
werde ich durch einen lauten Schrei aus dem Schlaf gerissen. Ich spurte unter Deck und bin entsetzt, als ich eine Taube entdecke, die neben den Überresten unserer Vorräte sitzt und deren Federn sich nur noch dünn an einem widerlich aufgeblähten Bauch abzeichnen. In meiner Wut hätte ich die eklige, geflügelte Bedrohung auf der Stelle töten können, doch mein Höfling Agnes hält mich davon ab. Wartet! Wisst ihr nicht, dass es Unglück bringt, einen Vogel auf See zu töten? Ja, wir gucken mal. Komm. Uns kann nichts davon abhalten, den Vogel zu töten. Und wir haben tatsächlich eine gute Mahlzeit bekommen, also eine erhöhte Reisesicherheit. Könnten die sich jetzt mal entscheiden, wer unser Nachfolger wird? So, 200 Diplo-Lebenswandel-Erfahrungspunkte. Seit meiner Abreise, seit der mittlerweile fast ein halbes Jahr verstrichen ist, habe ich Höhen und Tiefen erlebt. Ich habe mich am Wind erfreut, der durch mein Haar wehte und die Steine in meinen Stiefeln beklagt. Es gibt so viele Orte und so viele Dinge, die ich noch sehen muss. Dort draußen, auf den offenen Straßen, fühle ich mich frei, wenn auch nur für eine kurze Weile. Die Straßen sind voller Pilger und Wanderer, und vielleicht finde ich unter ihnen meinen Seelenfrieden. Hier draußen bin ich wahrlich frei. Wir erhalten die Eigenschaft Reisender. Es ist nicht das erste Mal, dass ich Dan dabei erwische, wie er mit ein paar Blumen herumspielt, die er am Wegesrand gepflückt hat. Manchmal könnte ich schwören, ich höre ihn sogar seufzen, wenn ich durch Düren spaziere. Linzer, es ist kein Geheimnis, dass mein Herz ein neues Zuhause fern der Heimat gefunden hat. Meine Seele sehnt sich nach Rotrede, aber mein Begehren kennt kein Ende. Ihre Augen, ihr Haar. Ich sehne mich nach einem einfachen Gruß und würde selbst für das kleinste Wort von ihr sterben. Bitte, ich flehe euch an, erlaubt mir, bei ihr zu bleiben. Nein! Junge, du bist mein Reichsgode und Hofarzt. Ich lass dich doch nicht hier, damit du irgendwas mit einer Karling anfängst. Der Tag auf der Straße verlief bislang ziemlich ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Wir befinden uns irgendwo außerhalb von Adenau und ich schließe die Augen, während mich mein Reittier einen Schritt nach dem anderen näher in Richtung Ziel bringt. Der Wind spielt eine wunderbare Melodie in den Baumkronen. Doch auch ein anderes Geräusch wird von der Brise herangetragen, das nicht von meinem Gefolge stammt. Ist das ein Quaken? Ich versuche den Ursprung des Quakens auszumachen und stelle fest, dass es von einem Gebüsch zu meiner Rechten kommt. Wir folgen der Ente. Ich steige ab und entdecke die Ente im nahen Gebüsch. Sie beginnt in die Wildnis zu watscheln und ich folge ihr zu Fuß. Plötzlich bleibt die Ente stehen und neigt den Kopf in meine Richtung, offensichtlich verwirrt darüber, warum sie menschliche Begleitung hat. Ich lächle die Ente an und versuche, die Anspannung zwischen uns abzubauen. Ja, dann zuckt die Ente zusammen und fliegt davon. Wir haben das Thema Revelon-Husten. Gut, wir sind ja nicht hier. Also interessiert mich das erstmal nicht. Das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Achso, du bist unter dem. Du wärst erst für mich dann relevant, wenn du mein Vasall bist. Vorher nicht. Eine wilde Horde von Banditen, Piraten und anderen schwer gerüsteten Halunken ist in Northumberland eingedrungen, angeführt von Duck aus dem Hause Hede, der Jarl von Öppland. Anfangs dachten meine Späher noch, sie seien zum Plündern hier, doch ein Gesandter ihres Jarl behauptet, sie würden stattdessen auch gern Handel treiben. Ihre Streitmacht ist reich an Plünderbeute. Alter wie neuer, und dies würde den Einheimischen die Gelegenheit verschaffen,
exotische Waren aus der ganzen Welt zu kaufen. Der Unterton ist allerdings klar. Wenn sie zu günstigen Bedingungen handeln können, verschwinden sie friedlich wieder. Lehnen wir ihr Angebot ab, werden sie sich einfach nehmen, was sie wollen. Ein unerwartetes Angebot, aber äußerst willkommen. So würdest du hier mal ein bisschen. Mycosa Jarl Siegtrieg hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt. Und zwar soll unsere Vasallin Ingrid eine Affäre mit Porfin haben. Ich weiß nicht, was dieses aufheben soll. Schluss ist schließlich keine widernatürliche Krankheit. Ach, sie ist unser Spielererbe mittlerweile geworden. Endlich habe ich nach all dieser Zeit die ekelhafte Jarl Ingrid von Northumbria meiner Gewalt. Als ich hörte, dass mein Neffe Jarl Kolbjörn durch sie zu Tode kam, schwor ich bittere Rache und ich stehe zu meinem Wort. Ich habe andere Pläne für sie, denn wir werden sie erst einmal im Knast behalten. So, wir teilen jetzt gerade, okay. So, wir haben einen Kriegsführungsvorzug und deswegen, wir nehmen Bellum Justum und beim Spaziergang durch Bischofswerda treffen wir auf ein plötzliches Geräusch. Ächzen und Klappern einer Rüstung. Holt mich aus diesem metallenen Gefängnis heraus. Mein Knappe hat an meinem Verhalten Anstoß genommen, mich als herzlos bezeichnet und mich im Stich gelassen. Was auch immer dieser seltsame Mann getan hat, es kann nicht gerechtfertigt sein, dass er für immer in einer Rüstung steckt. Ich könnte natürlich jemanden holen, der ihm hilft, doch ist es das wirklich wert? Wir rekrutieren ihn. Als wir durch Bischofswerda wandern, hält unsere Karawane auf einer Lichtung, die von hohem Gras umrahmt wird. Ich gehe auf den entstandenen Tumult zu, nur um festzustellen, dass Tollir und Bardor einen wutentbrannten Schrei führen. Ich habe genug von eurem Blödsinn, ihr abscheulicher Dummkopf. Ihr seid doch hier auf der ganzen Reise nur am Jammern. An jeder Kreuzung habt ihr rumgenörgelt und gefragt, sind wir schon da? Ich habe keine Zeit für deren kleinliches Gezänk, das interessiert mich nicht. Es ist unter meiner Würde, unter meinem Niveau. Wie sehen die Waagschalen denn aus? Ach, da brauche ich noch nichts tun. Da brauche ich mir noch keine Gedanken. Jeden Morgen, seit wir Brünn erreicht haben, verlässt mein Gode Dan seinen Schlafplatz und gleitet lautlos aus meinem Sichtfeld. Diesmal beschließe ich, ihm zu folgen und finde ihn mit Erzbischof Wilimir in ein lebhaftes Gespräch vertieft vor.
Die Zeremonie beginnt und das Licht der Kerzen beleuchtet Wedelmir, während die Schatten wie Herbstlaub an den Wänden spielen. Dan, was treibt ihr da? Herr, es ist mir gerade in den Sinn gekommen, dass es vielleicht mehr als eine Wahrheit gibt. Wir sagen einfach, das ist Unsinn und weiter geht's. Wieso hatte ich den denn angepinnt? Und wann? Slavomira. Slavomira, meine neue Affäre? Nee. Nee, ich habe eine Frau und drei Konkubinen, das reicht. Das reicht. So. Es reicht aber auch mit der Folge für heute. Also, ihr Lieben, wir sehen, lesen, hören uns. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.